Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter, wir sind hier auf den Blumentorinseln, I don't know. Haben im letzten Part Monty Maulwürfe besiegt und haben eine Zauberbohne erhalten. Und die müssen wir jetzt aber mit Zauberwasser tränken. Und irgendwo in weiche Erde einpflanzen. Deswegen, ich gehe gerade durch die verschiedenen Gebiete mal durch. Aber die wollen halt alle, dass sie irgendwie hier ein bisschen was Futtermäßiges bekommen, ne? Du bestimmt auch. Ah, ich bin so hungrig. Ich habe es satt, das blöde alte Tor zu bewachen. Ich bin so hungrig. Hey, du da, du hast dich zufällig etwas zu essen dabei? Hör zu, wenn du mir etwas richtig Saftiges gibst, dann lasse ich dich durch und werde es auch niemandem sagen. Wir haben halt im letzten Part diese komischen... Keine Ahnung, was waren das? Früchte bekommen vom Baum. Vielleicht hätte ich die nicht essen sollen. Okay. Hey, ich bin das Blubberkraut. Du willst wissen, warum ich Blubberkraut heiße? Ich verrate es dir. Wenn du mir eine Blubberbeere gibst, dann blubbert's. Okay, da gibt's auch einen Sternsplitter. Jo, kann ich nochmal mit dir reden? Ne, mit ihm gar nicht. Okay, wir gehen nochmal zurück. Ist zwar jetzt doof, weil die ganzen Gegner wieder da sind. Okay, diesmal war ich schneller als die Biene. Das hier, guck mal. Eine Rubinbeere? Rubinbeere. Damit komme ich da vielleicht weiter. Kann ich die zweimal holen? Kann ich machen. Bringt 5 KP. Ja, ist jetzt nicht die Wonne, aber... Da haben wir erstmal was, ne? So, okay, cool. Versuchen wir es mal damit. Die Frage ist... Ah, shit. Ah, diese Gegner sind so nervig, ne? Sind zum Glück immer nur zwei. Mit einem Multisprung auszuschalten. Zack. Und tschüss. Aber ganz ehrlich, wenn ich diesen Erstangriffsbonus nicht drinne hätte, würden die mir jedes Mal 5 Schaden auf den Kopf geben, ne? Das ist schon übel. Und die sind echt schwer auszuweichen. Also normalerweise wären es noch 6 Schaden. Aber ich habe ja eine Verteidigung drin. Dementsprechend 5. So, jetzt ist die Frage... Wer kriegt denn was? Ich hätte gesagt, die rote Blume. Hier war eine blaue, ne? Ne, eine gelbe. Ich hätte jetzt der roten Blume das gegeben. Die Rubinfrucht. Weil rot halt. Das war jetzt hier, oder? Jo. Hallo Fremder. So, Rubinbeere. Und? Oh, köstlich, das ist es. Die perfekte Farbe, vollmundig im Geschmack. Es ist goldrichtig. Du bist ein wahrer Held, weil du mir diesen leckeren Imbiss gebracht hast. Natürlich darfst du passieren. Okay, vielleicht müssen wir jetzt die Farben der jeweiligen Blume immer finden. Was ist das? Das sieht auch schon wieder so ganz komisch aus. Gumbario. So, Scanner. Ein Schniffi. Achso, es geht hier um Wolken, stimmt ja. Das ist ein Schniffi. Schniffis sind lästige kleine Gefolgsleute von Schnaufula. 10 KP. Okay, Aggressgraf 4. Schniffis schweben in der Luft. Ein Sprung oder etwas in der Art ist hier am effektivsten. Natürlich juckt es mich, ihnen einen ordentlichen Kopfnuss zu verpassen. Deine Entscheidung, Mario. Ja, wir machen Multijump erstmal. Dann ist nämlich die Biene weg. Ich glaube, das ist hier schon mal die halbe Miete. So. Haben wir geblockt. Sehr schön. Und jetzt reicht ja auch ein normaler Jump. So, fertig. Also wir bekommen jedes Mal 2 Erfahrungspunkte für einen Gegner, egal was es für einer ist im Moment. So, zack. Okay, weiter geht's. Aber die hauen ab, oder wie? Hä? Was war das? Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, Multijump.
So, das wären die gewesen. Ich könnte jetzt einen Tsunami machen. Oder ich wechsle halt auf Buu, die macht auch 6 Schaden. Ich glaube, das ist da die beste Entscheidung. Zack. Und wieder geblockt. Schön. Dann noch ein schöner Doppeljump und dann sind wir auch die Wolke schon los. Perfekt. Bam, bam, bam. Ja, also Erfahrungspunkte kriegen wir hier auf jeden Fall gute. Und einen Blitz kriegen wir auch noch. Das ist gegen alle Gegner. Das gefällt mir gut. Was hat der gerade gemacht? Hat der hier irgendwas umgedreht? Okay, hier kriegen wir gelbe Früchte, Goldbeere. Und 3 KP und BP. Auch nicht schlecht. Hä? Stinkwurz. Dieses Kraut stinkt wie die Hölle. Okay. Hier gab es ja auch noch einen Sternsplitter, ne? Da ist er. So, hier auch? Nee, das war jetzt schon. Keine Ahnung, das war irgendwie ein komischer Raum. Oder Ebene. Was ist das? Sieht aus, ey. Autsch! Sei sanft zu dem Baum. Meine Wurzeln und die des Baumes sind miteinander verbunden. Wenn du den Baum schlägst, tut das auch mir weh. Okay. Sieh dir diesen Kristallbaum an. Hast du schon mal jemals etwas von solcher Schönheit gesehen? Oh, Verzeihung. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Poesie. Oder Posi. Wie, was? Mein Mund nicht stimmt? Das ist meine Nase, wie unhöflich. Aber egal, meine Nase ist so lang, weil ich auf so herrlich lockere Erde wachse. Mir gefällt sie ganz gut, hihi. Aber deine Nase ist auch sehr hübsch. Sie könnte aber auch ein bisschen länger sein. Am besten, du nimmst etwas von dieser lockeren Erde. Ah, okay. Reine, unverbrauchte Erde, sie duftet frisch und gut. Schon bald wird auch deine Nase perfekt sein, hihi. Danke für das. Oder so. I'm not sure. Okay. Das kriegt man auch einfach jetzt hinterhergeschmissen. Ist eigentlich ganz geil. Nee, warte. Das will ich mal kurz mampfen, um meine BP ein bisschen zu regenerieren. Ich glaube, das ist ganz gut, die Idee. Dann können wir wieder richtig reinsmashen. So, und dann würde ich mir das noch einmal schnell holen. Und dann passt das auch. Ja, Stinkwurz regeneriert auch BP, habe ich jetzt richtig gelesen, ne? So, und dann esse ich es noch einmal. So, sind wir erstmal wieder voll. Das ist doch schön. Und hier gab's. Nee, wo gab's denn den Stinkwurz? Hier? Ja, den nehme ich auch nochmal mit. Keine Ahnung wofür. So, hier ist der Gegner jetzt nicht respawned. Interessant. Okay, wir haben 2 neue Items. Stinkwurz und Goldbeeren. Hier vielleicht nicht. Wahrscheinlich eher da drüben, oder? Also hier. I think. Goldbeere. So, guten Tag. Zack. Hier hast du eine Goldbeere. Ja, ich glaube, so müssen wir jetzt hier so durch die Gebiete ziehen. Wäre jetzt so meine Idee dabei. So, da brauchen wir wieder ein Paracarry. Alter, sind da viele Blumen. Was zur Hölle? Ups, ich bin zu weit geflogen. Ist das nervig. So, zack.
Und dann nochmal ein ganz langer Flug. Okay. Alter, sind das viele. Okay, hier gibt es Azubäre. Stellt 5 BP wieder her. Okay, perfekt. Nehmen auch beide mit. Die Goldbeere kann ja demnach... Ich nehme eine Rubinbeere weg dafür. Weg damit. Ah, ich werde angegriffen. Okay, ich muss mich jetzt hier irgendwie durchschlängeln. Ah, wird glaube ich schwer. Aber es ist nur einer. Also easy. Ciao. Ciao, Bella, ciao. Honigsirup. Eine Rubinbeere dafür weg. Nein. Weg damit. Ist es immer nur einer jetzt? Ja gut, das ist dann... Das ist ja dann easy. Und man kriegt halbwegs Erfahrungspunkte. Und sogar sehr schön BP wieder. Frage ist, wen wert man denn als nächstes auf? Oder sollte man noch warten mit dem Aufwerten, weil wir einen neuen Tybi bekommen? Das ist halt die Frage. Bekommen wir einen neuen Tybi? Ha. Ja, schön Geld kriegen wir, ne? Also ich glaube, wir müssen bald mal wieder shoppen gehen. Oh, jetzt kommen 4. Alles klar. Trotzdem sollte das mit einem Multisprung eigentlich hinhauen. Und jetzt halt irgendwas, was so ein bisschen Flächenangriff macht. Was macht eigentlich Valkyrie? Flieg wild umher und triff alle Gegner. Haben wir uns noch nicht angeguckt. Würde ich mal machen. Drücke so schnell wie möglich nach links. Sechs Schaden macht das, okay. Kostet aber auch 6 BP, also ist schon teuer, finde ich. Aber kann man mit leben. So. Ja komm, wir machen das einfach fertig. Feuer frei. Und ich glaube, ich nehme diesmal Cooper. Jo. Obwohl... Gumba auch nicht schlecht gewesen wäre, aber hey, ist egal. Wir wollen sie sowieso alle aufwerten. Shit happens. Wir kommen ja gut klar aktuell. Das geht schon. So. Ba, 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 ba. Ich will nochmal gegen den Baum hier kurz hauen, weil das gab BP-Punkte. Einmal Azubäre fressen, mampfen. Da ist ein Sternsplitter, ich sehe ihn gerade. Ich sehe ihn gerade. Zack. Zum Glück bin ich immer zurückgekommen. Zack. Ja, ich glaube, die Rubinbeere brauche ich nicht mehr, oder? Ich hoffe es. Oder? Komm, wir behalten sie lieber. Nicht, dass ich dann irgendwo einen brauche, wo ich alles brauche. Das wäre irgendwie doof. Deswegen, ich mache lieber so. Ja. Ist, glaube ich, besser. Okay. Hier gibt es einen Sternsplitter irgendwo. Hier nicht. Na, das nehme ich nicht mit. Hier geht es eine Treppe runter. Aber ich glaube, das ist eher der Hochweg, ja? Ah, nee, ich muss hier irgendwas fluten. Damit ich hier schwimmen kann. I think. Da drüben gibt es auf jeden Fall diese Blasen. Die der eine braucht. Okay, da ist wieder ein Blümchen. Und da können wir wieder gegen einen Baum hauen. Ich rede erstmal mit der Blume. Was ist denn los? Hallo. Hi, wie schrecklich. Die Quelle ist versiegt. Was für eine Tragödie. Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Oh, das ist ein Rosenblatt. Jetzt habe ich es erst gesehen. Also so eine Seerose. Nicht mir, nicht Lilly. Zu Hilfe.
Das grässliche Ding, das auf den Wolken reitet, hat unseren kostbaren Wasserstein gestohlen. Aus diesem magischen Stein entspringt das Wasser dieser Quelle. Ohne ihn wird dieser Ort nur noch ein vertrockneter Tümpel sein. Und auch ich werde verdorren, wenn ich nicht auf dem Wasser dahin treiben kann. Mein eigenes Gewicht wird mich erdrücken. Ich arme Lilly. Oh nein, gib nicht auf, Lilly. Vielleicht kommt ein schöner junger Prinz, um mich zu retten. Oh, oh. Ein Prinz. Naja, eigentlich sieht er ja aus wie ein Klempner. Aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Hallo, mein Name ist Lilly. Ich bin eine wunderschöne, zierliche Blume, die hier in dieser Quelle lebt. Um ehrlich zu sein, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest du bitte meinen Wasserstein von dieser grässlichen Wolkenkreatur zurückholen? Klar. Du bist ein Schatz. Vielen herzlichen Dank. Der Wasserstein sieht so aus. Bitte finde ihn. Okay, wir haben eine Quest bekommen. Aber theoretisch, wir können ja auch schon ins nächste Gebiet weiter. Ich hau nochmal kurz den Baum da hinten. Und dann werden wir das auch tun. Okay, das ist Jelly Royale, oder? Oh, das ist schon geil. Dafür werde ich eine... Was, wie viele Goldbeeren haben wir noch? Eine. Ich glaube, wir müssen mal Donnerzorn einsetzen dann. Rubinbeere... komm, Azurbeere weg, oder? Nee. Stinkwurz. Stinkwurz tun wir einmal weg. Ja. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Ja, aber 50 BP ist schon geil. Okay, da haben wir noch den Sternsplitter. Easy. Wie immer, Leute, schreibt mir auf jeden Fall, wenn ihr noch irgendwas seht, was ich vergesse. Wir müssen sowieso nochmal durch die ganzen Gebiete hier durch. Also durch viele Gebiete, sage ich mal. Warte mal, da oben habe ich ja alles weggehauen, ne? Kann ich da hinten dann einfach runterspringen? Oder... Ich kann hier nicht einfach runterspringen. Wie doof ist das denn? Ich muss jedes Mal diesen komischen Flugparcours da machen. Schade. Das gefällt mir jetzt nicht so. So, dann Feuer frei. Zack. Und noch eine Runde. So, und einmal noch. Vielen Dank, Paracarry. So, weiter geht's. Wir haben neue Blumen am Start. Eine blaue. Was ist eigentlich mit dir? Hey, Superstar, lass mich dir was flüstern. Du kannst was Hübsches finden, wenn du die drei Bäume in dieser Reihenfolge anrempelst. Welche drei Bäume? Links, rechts und dann den mittleren, yep. Hihihi, das ist wahr, ich schwöre es. Ups, jetzt habe ich zu viel erzählt. Jetzt ist Schluss mit den Geheimnissen. Ich glaube, den will ich nicht trauen. So, pass auf, hier ist deine Azurbeere. Mein Guter. Eine Azurbeere, die ist sicher total eklig. Oh, wie köstlich. Was für ein herrlicher Geschmack. Es gibt also blaue Dinge, die gut sind. Ist mir... Was? In mir ist nun wieder Hoffnung. Geh, geh und fühl dich niemals traurig. Ich werde dich nie vergessen. Okay, danke. Na, was war das? Ah. Okay, die kann ich auf jeden Fall nicht treten. Jo, Mitglied wechseln. Gumbario. Okay, Scanner. Ein Starry. Das ist ein Starry. Starrys haben Stacheln auf ihrem Panzer, die jede Menge Schaden verursachen können. 5 KP, Angriffskraft 4, Verteidigung 3. Sie rollen sich zu Starry-Eiern zusammen und versuchen dich zu rammen. Der Kampf wird viel einfacher, wenn du sie umkippen kannst. Dann fällt ihre Verteidigung auf 0. Okay. Also ich glaube ja, dass ich mit dem Superbeben da ziemlich geilen Schaden anrichten kann, oder? Ja, das geht nämlich auch durch die Verteidigung einfach durch.
ist wahrscheinlich dann auch dementsprechend die beste Möglichkeit, da einfach durchzubashen. So, was haben wir hier? Nix. Hier können wir jumpen. Nö. Da. Okay. Nochmal dasselbe Spiel. Das sind gut investierte 4 BP-Punkte. Und wir sind gleich wieder Level up, ne? Sau gut. Jetzt gibt's mehr Geld. So. Okay. Was bringt mir das? Hä? Ich hätte gedacht, ich kann jetzt die Bäume da hinten anrempeln. Hä, was bringt das? Oder kann ich vielleicht hier irgendwas Unsichtbares sehen? Warte. What? Wenn ich hier den mache und dann so. Ja, an sich okay, aber... Also irgendwie scheint das zu gehen, aber... Hä? Ja. Da gibt es noch ein Geheimnis, was wir lösen müssen, auf jeden Fall. Ich glaube ja wirklich, dass wir noch einen neuen Typi bekommen. Vielleicht so einen. Hey, wo hast du ihn fallen gelassen, du Idiot? Schnaufula kriegt uns am... an den Wolken, wenn wir ihn nicht finden. Oh Mann, ich bin so total patschig. Dieser Stein war ein wahres Füllhorn an Wasser. Ohne ihn können wir die Kapazität der Puff-Puff-Maschine nicht erhöhen. Er muss hier irgendwo sein. Er muss einfach. Was? Ist das Mario? Sieh doch. Mann, es ist Mario. Lass uns später nochmal den Stein suchen. Knüpfen wir uns zuerst den Kerl vor. Oh nein, Mario, bist du sicher? Ich weiß nicht, ob ich mich, wie soll ich sagen, in der richtigen Verfassung befinde. Ach, vergiss es. Ich kämpfe. Halt dich fest, Mario. Ach nö. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.